Bei uns geht es aktuell darum, die Fahrzeuglogistik hier am Standort Neckarsulm fit für die Zukunft zu machen, durch neue Prozesse und Technologien den Freiraum zu schaffen, um den Weg in die Zukunft zu starten. Konkret sind es zwei verschiedene Bereiche. Zum einen haben wir uns anfangs darum gekümmert, wie wir unsere ganz normalen Prozesse, wie unsere Produkte zum Kunden kommen, optimiert werden können. Und den Freiraum, den wir dadurch geschaffen haben, den nutzen wir jetzt, um uns mit neuen Technologien und Prozessen zu beschäftigen. Das sind auf der einen Seite Themen wie autonomes Fahren, die wir in unseren Prozess integrieren, oder wie automatisierten Drohnenflug. Und auf der anderen Seite sind es neue Geschäftsmodelle, die wir im Bereich Mobilität und Services integrieren und so die beiden Äste zu einer neuen Denkweise auf dem Weg in die Zukunft von der Fahrzeuglogistik zusammenführen. Unsere Vision ist, dass die Fahrzeuge, die wir hier am Standort fertigen, nach ihrer Endmontage selbstständig autonom ihren Weg zum Kunden finden. Das heißt, von der jeweiligen Montagehalle wissen Sie, müssen Sie zum Bahnversand oder zum Lkw-Versand. Sie kennen Ihr Ziel auf der Welt, das heißt, Sie navigieren in das richtige Land und fahren dort dann selbstständig bis zum Kunden, der sein Fahrzeug in Empfang nimmt. Und das ist die Vision und das Ziel, auf das wir jeden Tag hinarbeiten.